Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum eine Minute ausgenommen 60 Sekunden hat? Es wäre doch viel einfacher, mit der Basis 100 zu rechnen, oder nicht? Also ich habe mir diese Frage gestellt und wir werden heute gemeinsam hören, wie wir auf unser Zeitsystem gekommen sind. Bleibt dran! Um unser Zeitsystem zu verstehen, müssen wir zuerst in die Geschichte zurückblicken. Und da haben sich die Babylonier gedacht, um 2200 vor Christus, dass sie ein Zeitsystem entwickeln. Wie sind sie das angegangen? Sie hatten das sogenannte Zwölfer-System und dabei haben sie sich etwas ganz, ganz Interessantes gesagt. Sie haben gesehen, dass wir an jedem Finger drei Gelenke haben und haben 3 mal 4 gerechnet. Also 1, 2, 3, 4 mal die 3 Gelenke und so sind sie auf ihr Zwölfer-System gekommen. Danach haben sie gedacht, sie brauchen eine höhere Basis, also haben sie 12 mal 5 gerechnet, 5 Finger, und das ergibt 60. Das war dann ihr Zeitsystem mit dem 12er-System und danach mal 5 mit der Basis 60. Das sogenannte sechsagesimalische Stellenwertsystem nennt sich das heute. Danach hat sich das natürlich weiterentwickelt und irgendwann einmal auch im Mittelalter haben sich die Leute gedacht, das ist eigentlich sehr komisch, dieses Konstrukt. Ein sehr, sehr unpraktisches System vielleicht. Es wäre besser vielleicht, wenn man statt 60 die Basis 100 nimmt. Aber dafür war es einfach viel zu umständlich, denn damals gab es schon die ersten Uhren und auf den Kirchtürmen und so weiter hatten sie natürlich auch Uhren und es war einfach ein viel zu umständlicher Prozess, die Basis 60 auf 100 umzustellen. Heute natürlich dasselbe Problem mit unserem binären System, wäre es einfach für die Computer viel zu umständlich und natürlich auch eine sehr, sehr kostenspielige Sache. So sind wir heute auf unserem Zeitsystem gekommen. Ich finde es sehr, sehr spannend und interessant, vor allem den geschichtlichen Hintergrund zu verstehen, wie Leute früher ihre Systeme entwickelt haben. Ich glaube, wir sind ganz okay, dass eine Stunde 60 Minuten hat und eine Minute 60 Sekunden. Ich hoffe, dass das Video für euch interessant war. Wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, dann schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare eure Ideen. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr über ein Like. Ich wünsche euch alles Beste. Stay focused, stay fresh und wir hören uns bestimmt bald. Tschüss!